Also ich bin zum Fußball gekommen durch meinen Vater. Er hat selber Fußball gespielt und hat dann nachher Junioren trainiert und ich bin immer dabei gewesen und habe nachher selber auch mega Spass daran. Und habe durch das dann selber angefangen zu spielen. Und ja, der Ronaldo, der brasilianische Ronaldo, war immer mein grosses Vorbild gewesen. Und ja, jetzt ist mein grosses Vorbild der Messi. Für mich ist er ganz klar der beste Fußballer auf der Welt. Also ja, angefangen habe ich eigentlich mit dem Schriftzug «Follow your dreams». Das ist einfach für mich persönlich. Ich bin jemand, der meinen Träumen folgt und sie versucht zu verwirklichen. Der Diamant passt so ein bisschen zum Spruch dazu, aber ist auch für meine Großmutter, die gestorben ist. Sie hat sehr gerne Diamanten gehabt. Denn der Engel vorne drauf ja, ist eigentlich mein Glaube. Also ich glaube an Schutzengel. Und dann die zwei Rosen, die ich hier habe, die sind eigentlich für meine Mami, weil sie sehr gerne Rosen hat. Also mein schönster Fußballmoment war definitiv die Weltmeisterschaft in Kanada. Also es ist relativ schwierig, dort ein Spiel rauszupicken, aber einfach der ganze Anlass war unglaublich gewesen. Das dürfen zu erleben und mit träumt, dass Fußballerin seit man klein ist, so ein Turnier können zu spielen und dann so etwas können erleben, dort auf der Rasen zu laufen, zu wissen, ja, die ganze Welt schaut zu und es geht um einen Weltmeistertitel und dürfen sein Land vertreten, das ist so ein unglaubliches Gefühl.